Damen. Wir sitzen hier schon im Auto um 4.59 Uhr. Heute geht's nach Winningen. Und da starten die schnelle Füße mit dem Lorelei Trail. Ja, und das sind 60 Kilometer. Und als ich vor kurzem 60 Jahre alt geworden bin, passt das jetzt für mich eine richtig schöne Seniorenwanderung durch eine ganz tolle Gegend. Und da freue ich mich drauf. Und unten warten dann schon einige Bekannte. Und es wird dann mit dem Bus erstmal zur Lorelei gehen. Martina ist auch dabei. Was machst du heute? Und ich mache den Rhein-Marathon 2022 mit 42 Kilometern. Und das hier ist die August-Horsch-Halle in Winningen. Hier startet alles. Hier sind schon viele Leute wach. Und auf, ich sehe mal alle der Schlange. Da vorne kann man sich anmelden, da gibt es die Startkarten. Hier war ich schon eine ganze Zeit lang nicht mehr. Ich bin hier übrigens Vereinsmitglied bei den Schnellen Füßen in Koblenz. Und das ist die erste Veranstaltung, wo ich jetzt erstmal teilnehmen kann. Und ich freue mich drauf. Ja, jetzt sind wir da. Hier ist die Aussicht von der Lorelei runter ins Rheintal. Einer der schönsten Plätze von der ganzen Welt. Wenn es jetzt hell wäre. So, geht's hier die Treppen runter. Ui. Wird ja schon fast hell. Ich glaube, ich bin der allerletzte. Weil ich war sowieso schon bei den letzten, die hier runtergegangen sind. Und ich muss da mal Pipi machen. Aber da haben sie. Haben sie Strecke markiert. Hier riecht jetzt schon gut, irgendwie so nach Morgentau. Und so sieht die Lorelei im Dunkeln aus. Manche laufen ganz hinterher, wenn ich Pech habe. Das setzt gerade die Fähre über. Und bis die nächste dann losgeht, bin ich ja dann da. Ui! Und es wackelt hier. Ich muss mich auf den Weg konzentrieren. Aber schaut mal. Die Fähre nach St. Goa. Und ich habe sie noch geschafft. Da dauert's. Ach, die ist auch noch Banane. Gut. Mal gucken, ob ich den Frederik finde. Wir haben uns nämlich verloren. Wie immer. Und schon sind wir drüben. Ich will mich gar nicht. Ich bin nach 3,5 Kilometern schon beim Schwitzen. Frederik kann mal filmen, der sieht noch besser aus. Ja, du warst doch wieder duschen heimlich. Schaut mal da, der Rhein. Und vor mir sind die ganzen Wanderer mit einem Wahnsinnstempo. Einige joggen die 60 Kilometer. Und wir genießen das, weil der hier so schön ist. So, jetzt geht es gleich den Berg hoch. Zwerlau. So, was ich euch noch zeigen wollte, haut mal meinen Rucksack. Ich wurde von einem lieben Menschen beschenkt und der ist wirklich Praktiker wie der Alte. Und damit werde ich bestimmt noch viele Kilometer zurücklegen. Vielen Dank nochmal. Hier geht es jetzt direkt schön steil den Berg hoch. Das wird so bleiben. Hm.
schön hier. Hier hat auf jeden Fall jemand so ein Schild hingemacht. Gehört also mit zur Tour. Ach, da unten ist 14 nach. Ich gehe weiter. Ja. Während ich mich hier den Berg hochkämpfe, bewundere ich natürlich diesen schönen herbstlichen Wald. Wie immer haben die schnellen Füße eine richtig tolle Strecke zusammengestellt. Ich habe ganz vergessen, dass ich einen Film mache, dass es hier schön ist. Das muss man ja filmen, die Aussicht hier oben. Ich glaube, den ersten Berg haben wir jetzt. Ich habe eben einen Fehler gemacht. Beim Bergablaufen die Schuhe nicht richtig zugemacht. Da bin ich mit den Zehen vorne angestoßen. Das merke ich jetzt. Ich glaube, die nächste Bank, die gehört mir. Da gucke ich mal, ob man noch was retten kann. Mama, meh. Nur ganz kurz mal einen Blick ins Tal. Ich habe eben mal die Socken hochgezogen, Schuhe festgebunden. Jetzt geht es ziemlich schmerzlos weiter. Gut, dass ich die schöne Bank gefunden habe. 11,5 Kilometer habe ich schon. Die Martina ist auch unterwegs. Die hat schon 7. Die muss jetzt sehr langsam machen, sonst muss sie Stunden auf mich warten. Nochmal ein schöner Blick auf den Rhein. Und schöne Bänke haben sie auch. Und Schilder zum Lesen. Und da ist auch wieder so ein Wanderzeichen. Ich dachte eben schon, ich wäre falsch, weil ich ganz allein gehe. Ein schöner Aussichtspunkt oberhalb von Hirzenach, aber da war er schon mal. Und hier geht's jetzt hoch. Das wird lustig. Haben sie ja schöne Treppen hingemacht. Ah ja. Da ist noch der Rhein. Ja. So ist der Weg jetzt die ganze Zeit. Und meistens sogar noch viel steiler. Hier kann man keinen, also ich zumindest keinen Sechserschnitt wandern. Schön, aber schaut mal, mein Schnürsenkel geht kaputt. Ich hoffe, dass der noch aushält. Das sind noch bestimmt 45 Kilometer, wo der hausen muss. Ja, und so sehe ich hier aus. Die Berge fordern. Und ach, da wird man sich umso mehr freuen, wenn man irgendwann am Ziel ist. Aber wunderschöne Aussicht, ach, schönes Wetter, und 20 mal besser, wenn ich heute arbeiten müsste. Ja, und hier sitzt der Hansi jetzt. Ich glaube, ich bin meinen Schmerzen auf die Spur gekommen. Nachdem ich mir die Zehen gestoßen habe, da habe ich die Schuhe zu eng geschnürt. Da hat sich das Blut gestaut. Jetzt sind die wieder lockerer. Mal gucken. Schaut mal, da ist so ein Turm. Da kann man hochklettern. Und wenn man oben ist, kann man runter gucken. Aber angesichts der Tatsache, dass ich hier fast der Letzte bin, muss ich mir den sparen. Aber der ist schön, da war ich schon mal drauf. Das ist wunderschön da oben. Vermutlich der letzte Blick ins Rheintal.
ich komme immer höher und dann geht es wieder ab durch das Weibachtal oder Erbachklamm. Durch die Erbachklamm geht es dann ab an die Mosel. Ein Pferd im Glaskasten. Hallo Pferd, ich bin der Hansi. Hier bin ich jetzt in Meermischer Hof. Gruß an den Helmut, falls du jemals mein Video siehst. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier der Helmut ruht. Ja, und hier passiere ich ein wenig von meiner Lebensgeschichte. Ja, über mir sind die Gleise, wo die Hunsrückbahn drüber fährt. Hunsrückbahn ist die steilste Eisenbahnstrecke ohne Zahnrad in Deutschland. Und hier war ich 15 Jahre lang Lokführer. Hab die Kinder zur Schule gefahren. Die waren daran zum Wandern gefahren. Und die Strecke hat 15 Kilometer. Und dann ging es wieder in die andere Richtung. Und hin und her und hin und her. Das ganze 15 Jahre. Da braucht man Nerven wie Stahl. Hier die Pilze kann man essen, das weiß ich. Aber die sind schon zu alt. Ja, und dann 2009 war dann, glaube ich, irgendwann meine letzte Fahrt hier. Und jetzt darf ich mir die große, weite Welt anschauen. Ich muss sagen, da habe ich doch mehr Spaß. Aber wer noch nie mit der Hunsrückbahn gefahren ist, das ist ein Ausflugsziel. Das ist auf jeden Fall, ist das eine Tour wert. Und von hier oben kann man wirklich in viele Richtungen ganz toll wandern. Oh, schaut mal. Unten der Ort ist eher. Da fährt ein Traktor, man hört Kettensägen, ein Samstag am Hunsrück. Ja, noch 35,9 Kilometer, dann sind wir wieder in Winningen. Ja, und hab mal geguckt, 5,9er Schnitt laufe ich jetzt, zwei mit dem Fuß. Da war ich langsamer und gab auch einiges zu klettern. Und mir ist das so schnell genug. Werde ich mit Sicherheit im Dunkeln dann nach wenigen ankommen. Aber als alter Mann brauche ich mich ja nicht mehr zu hetzen. Aber es ist schön hier. Ganz hinter mir ist irgendwie noch ein anderer Mann. Aber ansonsten ist hier weit und breit niemand. Die Schnellen, die sind schon weit vor uns. Es waren ja auch vier Busse, die hier hingefahren sind zur Lorelei. Und unser Bus, der ist nochmal unten an den Imbiss Lorelei, weil da waren wir verabredet, dass das ursprünglich sollte das von dort starten. Und da haben wir noch ein paar Leute aufgesammelt, die da starten wollten. Und dann sind wir erst hochgefahren. Dadurch war man natürlich später gewesen. Ja, geht schon wieder weiter. Da war noch ein VP. Hier mit Plätzchen, ja, und Banane. Ja, den hat der Armin gemacht. Den kenne ich gut. Aber ich habe den nicht gefilmt, weil ich den ja so oft sehe. Und ich habe die Tour verlassen. Das stimmt aber nicht. Ja, und jetzt geht es jetzt weiter Richtung Mosel. Und die Plätzchen schmecken gut. Das hier ist noch ein schöner breiter Weg. Das ist schon das Erbachtal. Das geht runter bis zur Mosel nach Brodelbach. Mühle von vielen. Genau, eine schöne Höhle. Wie steht da? Mittelalterliche Schiefergrube, sowas. Ja,
Nee, der VP war an der Daubesberger Mühle. Haben jetzt schon über 30 Kilometer hinter uns. Und hier die Mühle, die ist toll. Schaut mal. Oh, oh, hätte der Hans ja keinen Kraft mit einer. Gleich geht's los. Oh. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp. So, und hier geht's über den Ehrbach. Und ich habe Glück, da ganz oben, da laufen Leute. Und ich dachte schon, wir müssten auch dahin. Aber unsere Wanderführer gönnen uns den Abstieg unten rum, oder? Sieht noch gut aus. Ja, alle Berge müssen wir heute nicht hoch. Den haben sie übersehen. Hier geht's nach Schloss Schöneck, 3,2 Kilometer. Schauen wir uns ein andermal an. Der Frederik, der ist ein bisschen vor mir, der freut sich auch sehr über diese schöne Strecke. Was wird der nachher hinterher auf sich stolz sein, wenn der am Ziel ist und dann noch vor mir? Doch, hier erinnere ich mich dran. Die Treppe hat schon lange keiner mehr sauber gemacht. Haben sie wunderschöne Brücken hingebaut. Ja, der Baum, der ist zu niedrig. Haben sie ja schön gemacht mit den dritten. Boah. Kommt sogar der Hansi her. Boah. Ja, nach 10 Jahren weiter, da brauche ich einen Treppenlift. Geht bestimmt jeden Morgen jemand mit der Gießkanne her und macht die Steine nass, damit die so schön rutschig und glänzend bleiben. Ja, was ist denn mit dem? Bin oberhalb von dem Geländer. Ach, Hansi, ey. Uiuiuiui. Da schwischt die Kamera in den Bach. Können wir testen, ob du wirklich wasserdicht ist. Gut, dass mich keiner aus der Vogelperspektive filmt, würde ich Haltungsnoten bekommen. Oh, hier ist schöner Matsch. Da muss doch jeden Morgen muss doch hier jemand hergehen und die wieder neu nass machen, damit wir beim Wandern Spaß haben. Hier vorne. Jetzt muss man besonders aufpassen, wenn die schwierige Passage vorbei ist, entspannt man sich. Und hier in Ebene kann man noch ausrutschen. Das hier finde ich jetzt auch wunderschön.
ist aber schön bepflanzt, den Baum. Schaut mal, ein sogenannter Schimmelpilz. Ja, und hier ist die berühmte Burg an der Mosel. Könnte Ehrenburg heißen. Heißt die Ehrenburg? Na, gehen wir mal davon aus. Kann man ja nennen, wie ich kann die ja nennen, wie ich das möchte. Wir sind jetzt oben. Hurra, wir haben die Erbachklamm bezwungen und sind jetzt endlich unten im Tal. Hab die Katja kennengelernt. Hallo. Und wir sind richtig beide froh, dass wir jetzt miteinander gehen können. Ja. Sehr froh. Martina ist schon Kilometer weiter. Die wollte nicht warten auf mich. Und jetzt, nach 20 Kilometer, da sind wir in Winningen. Das schaffen wir auch. Ja, wir schaffen es. So, wo ist aus Rodebach? Schaut mal da links. Das ist die Mosel. Das haben wir schon mal gut gemacht. Da vorne ist eine Brücke, da geht's rüber. Aber ich glaube, wir müssen auch noch ein bisschen in die Berge. Ich will es gar nicht wissen. Ja. Sehr rutschiger Untergrund. Aber ich glaube, das hier sind jetzt die letzten Zickzackfädchen. Und dann geht es unten an der Mosel entlang. Hoffen wir mal. So sieht Lehmen aus. Ja. Wir kommen bestimmt an. Da schlafen die schnellen Füße alle schon. Ist aber egal. Läuft der jetzt. Ah ne, ist noch nicht mal Lehmen. Das hier ist jetzt erst Kattenäs. Den Bahnhof habe ich nämlich schon vor 3 oder vor 4 Stunden von der Martina geschickt bekommen, das Bild davon. Ja, hier geht es jetzt wieder bei der vorletzten VP. Geht jetzt so ein Zickzackpfad nach unten. Zum Glück ist es nicht ganz so steil. Kann die Mosel schon sehen. Und wir sind, glaube ich, so mit bei den allerletzten, die hier runtergehen. Eben gab es noch ein Schinkenbrötchen für den Hansi und 2 Becher Cola. Und ich habe jetzt ein neues Akku in der Kamera und das langt auf jeden Fall bis zum Ende der Tour. Hier sind sogar so Schilder, wenn man lesen will, 4 Dörferblick. Grüß euch. Wir sind jetzt am letzten VP. Hier ist Gondorf, da ist die Burg. War wenigstens die Burg, die unten ist. Ich dachte schon an die anderen Kobern, die oben ist. Ich weiß nicht, ob man mich sieht, aber ich bin ziemlich zufrieden, dass der Kram zu Ende geht, dass ich mir nicht die Knochen gebrochen habe. Hier ist Krachen, wo Krach ist. Hier steht historisches, so kein Pfeil hin. Historisches Wein und. Das ist aber nicht. Hier ist die Mosel. Da ist ein Pfeil. Da kann man sogar mal weitergeht, wird man nass. Kobern-Gondorf. Jo, hier sind wir in Kobern-Gondorf in der Fußgängerzone. Die letzten 5 vermutlich. Ob da noch jemand hinter uns kommt, weiß ich nicht. Wir suchen den Rittersaal. Wir müssen ganz dicht da dran sein. Und da ist alles toll. Da bekommen wir den letzten Stempel. Ach, da vorne ist jemand, der weist uns ein. Und da kommt doch jemand, den kenne ich. Oder? Nee.
Da muss man rumstehen, kann man. Huch. Wer bist du denn? Hi, wer bist du denn? Kannst du mir denn deine Freundin 2 Stunden Was? Lang warten lassen? Ja, ja. Ne, wir haben hier ganz schön gekämpft. Das ist die Katja und wir gehen das letzte Stück auf jeden Fall gemeinsam. Genau. Hier ist der Rittersaal. Da ist der Rittersaal. Super. Und wo die rechts die Türe auf ist, da geht die Treppe runter auf eine ordentliche Toilette. Treppe runter, ja, muss ich sich auch mal schön mal die Hände waschen kann. Okay, hier geht's jetzt ins Paradies. Wir sind die Ritter. Oh, seid ihr schön. Hallo Renate. Ach, schön, dich mal wieder zu sehen. Martina hat die Köln vor. Zeig die Kasse mal kurz. Schön. So, ihr könntet nicht sehen, da vorne. Jetzt könnt ihr es sehen, die Martina. Und da oben, da ist die Winninger Brücke. Und das heißt, Winningen kommt näher. So, die Katja dabei bei uns. Sind jetzt zu dritt. Und genießen die letzten Meter. Eine Schnecke. Die Winninger Weinbergschnecke. Hurra, hurra! Das sind die letzten Meter hier in Winningen. Vorne kommt gleich diese Turnhalle. Mal gucken, ob da noch jemand ist. Der Frederik hat schon mir ein Foto geschickt. Ach, vor der Stunde war der schon in der Badewanne. Wir haben die Tour halt noch genossen. Bis gleich in der Halle. So. Hurra, wir sind da. Jede Treppenstufe. Ah, oh, nicht den. Die tun jetzt nur ein bisschen weh. Und hier ist die Halle. Ach, danke. Ein Marsch. Ja. David. Das sind noch Leute. Schön. Gut. Wenn das dann empfangen. Interessant. Schaut euch das mal an. Wenn ich auch geschimpft habe über die Strecke, aber so wird man hier empfangen über die schnellen Füßen. Das ist wieder so richtig familiär und gut. Ich muss jetzt ganz schnell aufhören zu filmen und anfangen zu essen.